Moin, liebe Imkerkollegen, ich grüße euch zum vierten Advent. Es ist 11,2 Grad bei uns und meine Bienen fliegen nicht. Ich habe so ein paar Briefe bekommen, die wollte ich mit euch öffnen und euch mal was ganz Tolles zeigen. Hat aber weniger mit Imkerei zu tun. Aber es ist der vierte Advent, also zeige ich euch auch das, was man mir geschickt hat. Das erste ist von dem Gottfried Sellmeier. Und da geht es wieder um sein Mini-Plus-Flugloch. Diesmal habe ich nichts weiter dabei, sondern werde es auch nicht anbauen. Das mache ich im Frühjahr, wenn es denn soweit ist. Ihr erinnert euch an die Mini-Plus. Gottfried hat ein ganz tolles Video auch dazu gemacht. Ich habe unten drunter den Link für sein Video, wo er dieses Flugloch anbringt und auch sehr schön zeigt. Unten verlinkt. Bitte klickt es an, schaut es euch an. Ich finde seine Videos richtig toll. Ich finde, mittlerweile sind auch sehr viele Kanäle richtig, richtig gut. Den letzten, auf den ich gestoßen bin, das ist Interview mit einem Imker. Richtig cool gemacht. Hut ab vor den Kollegen. Die geben sich da richtig Mühe. Vielen lieben Dank, Gottfried. Ich werde es anbringen, sobald ich ein bisschen Zeit habe. Ich habe leider wirklich keine Zeit gehabt. Am Mittwoch ist bei uns ein schwerer Unfall passiert. Seid vorsichtig. Das war nur auf dem Gang zum Auto. Und trotzdem schwerer Unfall. Einfach gestürzt. Passt auf euch auf. Liebe Grüße an Petra. Hauptsache, du wirst wieder gesund. Und wir sehen uns bald. Dann habe ich noch was Großes bekommen. Ich muss mal ein bisschen die Kamera umsetzen. Wir gucken da einfach mal gemeinsam rein. So. Jo. Oh, ich sollte echt nicht schimpfen. Halleluja. Also, ihr erinnert euch, ich habe geschimpft bei dem Dadant-Volk, dass ich keine Plane habe. Ja, ich glaube auch, dass mein Imkerbedarfshandel, der leider etwas weiter weg ist, aber der von dem Joel super betreut ist, auch so eine Folie hat. Ja, ich glaube das auch, aber ich vergesse immer, wenn ich da bin, danach zu gucken. Und ich muss mir das aufschreiben. Gar keine Frage. Und jetzt hat mir nämlich die Silke und der Marc die einfach geschickt. Denen war es anscheinend zu viel, dass ich geschimpft hatte. Also, lieben Gruß zurück. Silke, Marc, ihr seid einfach top. Und ja, eben Silke im Greibedarf, fand ich super, dass ihr das gemacht habt. Weil dann habe ich endlich diese Folie. Mensch, die kostet mich echt Nerven. Aber das ist nicht das Einzige. Schaut mal. Die haben ja auch Tee besorgt. Rotbuschtee. Wow. Den habe ich, glaube ich, noch nie getrunken. Schwarzer Tee. Noch einmal schwarzer Tee. Und Rotbuschtee. Ich finde es klasse. Na, ich liebe nämlich Tee. Und was ich noch mehr liebe. Ja, Marc. Sind deine Socken. Ich musste noch einpacken. Aber ich finde die einfach grandios. Und ich dachte immer, Männer können nicht stricken. Ich nehme dieses Urteil komplett zurück und sage, Hut ab. Ich kann es nicht so gut. Und die Socken sind einfach toll. Ja, die sind weich, die lassen sich ziehen. Und ich freue mich auf das Gesicht von meinem Vater, der so ein bisschen Probleme mit den Füßen hat. Da freut er sich. Davon gehe ich ganz fest aus. Und ich hätte es nicht so schön hingekriegt und
ich hatte auch keine Zeit und keinen Nerv, das zu tun. Und er hat sie mir mal eben gestrickt. Also, ganz, ganz lieben Dank. So, aber jetzt kommen wir noch mal zu den Bienen, weil das hier ist ja eigentlich ein Bienenkanal. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine Biene für euch sehen. Ich glaube es nämlich nicht. Es sind 11,2 Grad, ja. Es ist hier rattenwarm. Aber da hinten, da ist eine Biene für euch gewesen. Jo, bei mir fliegt nichts. Es ist 11,2 Grad. Ich habe nachgeguckt. Hier ist es schön warm. Und es fliegen nur so ein paar Bienchen. Ist das schlimm? Ich sag's mal ganz ehrlich, nö. Also mich stört es gar nicht, dass die nur ganz, ganz begrenzt fliegen. Und das bei 11,2 Grad am 4. Advent. Wir hoffen ja, dass es Winterbienen sind, die da schlüpfen. Das wissen wir aber nicht. Trotzdem muss man sagen, alles, was da fliegt, alles, was da so herauskommt, sind Bienen, die noch 6 Wochen durchhalten. Und vielleicht ist dann schon der Winter rum. Ne? Toi, toi, toi. Es muss nichts Schlechtes sein, wenn da viel vor dem Flugloch ist. Aber es muss auch nichts Schlechtes sein, wenn die Bienen Ruhe halten. Und das bei 11,2 Grad. Ich sag's nochmal. Ich wünsche euch einen frohen 4. Advent. Ach ja, vielen Dank für die vielen Abonnenten. Ich gehe jetzt offiziell auf die 5000 zu. Hätte ich nicht erwartet. Aber ihr seid einfach spitze und total interessiert an Bienen. Und das finde ich toll. Ja, da muss ich sagen, Hut ab vor euch. Ihr seid spitze. Ich mache aber keine Mitgliedschaft, also das müsst ihr nicht von mir erwarten. Ist mir viel zu kompliziert. Ich wünsche euch alles Gute. Bis denne.